Einsatzquote durchgeführt. Keiner der Angegriffenen hat sie überlebt. Dieser Erfolg lässt sich ohne Mühe und ohne Überraschung auf allseits bekannte und achtsam kultivierte deutsche Kompetenzen zurückführen. Eine dieser Kompetenzen war und ist der Zusammenhalt aller direkt oder indirekt Beteiligten, seien es mordlustige Jugendliche und die verrottete Verwandtschaft, die sie hervorgebracht und erzogen hat, seien es verständnisvolle Soziologen und Betreuer oder deutsche Behörden und Institutionen und so weiter. Dazu kommt noch der eiserne Wille der einheimischen Population, dort, wo sie ihre Chance wittert, auf verschiedenste Weise mitzumachen. Als Unterschlupfgeber, als moralischer und logistischer Unterstützer, als nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt, als Klakör und Nachahmer. Wem all das zu vertraut erscheint, sollte nicht an der Zuverlässigkeit der eigenen Sinne zweifeln. Es ist die deutsche Konditionierung. Genau dieser Zusammenhalt hat es während der Vernichtungsphase des NSU-Projektes ermöglicht, 9-mal erfolgreiche Hinrichtungsaktionen an den als Fremdkörper Auserwählten durchzuführen, sowie während der technisch formalen Abwicklung, Gerichtsprozess, des Geschehens eine störungsfreie und bühnenreife Show abzuziehen. Die besondere deutsche Bereitschaft, sich an Morden zu beteiligen, sie zu organisieren, sie durchzuführen, sie für richtig zu halten, nicht zu zögern, ohne Widrigkeiten und ohne Sorgen, irgendwann Rechenschaft abgeben zu müssen, hat die Vernichtungsphase des NSU-Projektes und ihren ungestörten Ablauf ermöglicht. 9 erfolgreiche Morde an meist offenbar beliebig ausgewählten Menschen, an offenbar beliebig ausgespähten Orten. 9 Morde, die keiner Erklärung bedurften, um von nahestehenden und entfernten Komplizen verstanden zu werden. Es ist wirklich nicht erforderlich, detektivische Fähigkeiten zu besitzen, um zu erkennen, was die Vernichtungstaten logistisch, strukturell, finanziell erforderten. Vernetzte Strukturen, organisatorische Einbeziehung von Personen mit unterschiedlichem Know-how, technisch, moralisch, deutsch. Vertraute Lieferanten von Waffen, Pässen, Ausweisen und so weiter. All das wurde jahrelang von Teilen der Bevölkerung und den involvierten Institutionen beigetragen. Das ist wesentlich leichter zu erkennen als das Psychogramm von Frau Zschäpe. Es bedarf keiner Fantasie und keine verschwörungstheoretischen Ansätze, um nachzuvollziehen, dass hier kein kleines Grüppchen von Versprengten tätig war, sondern ein viel größerer Zusammenhang bzw. Zusammenhalt die Taten möglich machte. Und er hielt in jeder Hinsicht dicht. Kein einziger Riss, keine Aussteiger, keiner, der zufällig oder aus Unachtsamkeit oder gar aus schlechtem Gewissen etwas ausplauderte. Von Denunziation ganz zu schweigen. Genau dieser Zusammenhalt wurde entsprechend seitens der Judikative honoriert, indem sie einen Prozess durchführte, wo alles Mögliche zur Sprache kam, außer den involvierten Tätern, ihren Mithelfern, Unterstützern und so weiter. Die auch in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführte Einzeltätertheorie wurde diesmal zur Täter-Trio-Theorie modifiziert. Von dem Trio waren aber 2 bereits tot, sodass juristisch doch wieder ein Einzeltäter übrig blieb. In diesem Prozess, in all seinen Bestandteilen, lief nichts zufällig. Das Schreddern der NSU-internen Unterlagen war kein Zufall. Der Tod von mehreren Zeugen war kein Zufall. Die Anwesenheit von VS-Leuten an den Exekutionsorten war kein Zufall. Das im besten Fall herrschende Desinteresse der rechten wie linken Gefolgschaft war kein Zufall. Es war aber auch kein Zufall, dass die NSU aus dem Osten kam, aus dem Teil, der die Brutstätte der NSU war und als Zollrückzugsgebiet diente und dient, der Schutz und Geborgenheit bot und bietet. Nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, im Osten mehrfach höher als im Westen. Das sagen uns sogar die nach unten frisierten und veröffentlichten Zahlen der Institutionen. Nach wie vor entstehen würdige Nachfolger bzw. Erben von Hoyerswerda, Lichtenhagen, Grevesmühlen, Goldberg und so weiter. Sie nennen sich jetzt Wurzen, Freital, Zwickau, Heidenau, Tröglitz, Nauen, Bautzen und so weiter. Die Liste kann beliebig erweitert werden. Für diese Entwicklung haben sie allerlei Erklärungen parat, von SED-Diktatur bis Sozialklimbim-Zwänge und Alleingelassen-Gefühle, immer noch. Nach 28 Jahren deutscher Erosion Wiedervereinigung genannt. Doch längst sind Forderungen nach einem Wiederaufbau der Mauer, nach der Umgestaltung des Ostens in einen Rassistenzoo für ausländische Besucher bzw. zur kabarettistischen bzw. humoristischen Beilage geworden. Da ertappen wir uns als ziemlich einsam, weil wir nichts Lustiges daran finden. Die reibungslose Durchführung dieses Prozesses war nur möglich, weil wieder mal die tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner dieser Tötungshandlungen fehlten. Die linke und linksradikale Szene, aber auch die verschiedenen Kanackengemeinden hielten sich lauthals zurück. Zumindest so lange, wie sich die offiziellen Polizeiversionen über die zwielichtigen Machenschaften der Mordopfer aufrechterhalten ließen.
Danach überbot man sich mit Angeboten, das Leben der Opfer und ihrer Familien in einer kohärenten und verständlichen Erzählung aufgehen zu lassen, als deren Autoren und Verwalter man sich nun in Szene setzen konnte. Manche schafften es sogar, der Mordserie eine reife Tribunal- und Bühnenshow zu geben. Übrig geblieben ist die kritisch kommentierende Begleitung des Vorgangs mit Beileidsbekundungen aller Art und Nachempfindungen besonders drastischer Gefühle, von denen sich die Zuschauer bei der Begutachtung der Verhaltensweisen der Überlebenden im Fernsehen, im Kino und den Theaterbühnen des Landes berühren lassen können. Gemessen an den Vorgängen müssten jeden Tag, 365 Tage im Jahr, Welcome to Hell Riots stattfinden, mindestens. Fanden aber nicht statt. Der Grund dafür: es handelte sich bei den Ermordeten um keine heldenhaften Kämpfer, die in irgendeinem Kampf für ihre Ideen gefallen sind. Ihr schlimmstes Vergehen war einzig und allein ihr Dasein in Deutschland. Ihre bloße Existenz und der Vollzug der Wiedervereinigung wurden ihnen zum Verhängnis. Unattraktive Opfer also. Mit schwer aussprechlichen Namen, die man erst einmal üben musste, um dem politisch korrekten Antirassismus zu entsprechen. Und Opfer sind bekanntlich in Deutschland bei den Linksdeutschen unbrauchbar. Höchstens als Soli-Objekte oder Projektionsfläche, wenn gerade mal revolutionäre Pause eingelegt wird. Und dies hat Tradition. Wer erinnert sich nicht daran, als in den 80er Jahren die Suche nach dem jüdischen Widerstand losbrach? 6 Millionen Ermordete waren nicht Grund genug, um sie auf die Palme zu bringen. Die Post-Auschwitz-Gesellschaft befindet sich inzwischen wieder in einer aufrührerischen Phase. Das Trauma der Ankunft von 1,5 Millionen Geflüchteten nagt an der deutschen Substanz und erzeugt neue deutsche Wellenbewegungen als Vorboten der kommenden Aufstände des gesunden Volkszorns gegen Geflüchtete, Kanaken und Finanzkapital. Manchmal sogar gegen beides gleichzeitig. Nebenbei, was diesen unsäglichen Diskurs bezüglich des sogenannten Bleiberecht betrifft, genügt entgegenzuschleudern, wer hier wohnt, ist von hier. Alle darüber hinausgehende Diskussionen, selbst wenn sie gut gemeint sind, sind verdächtig, die bestehende eliminatorische Ordnung zu stärken. Gesunder Volkszorn heißt auf Deutsch: sie sind gegen Antisemiten und Juden, sie kämpfen gegen Intoleranz und Muslime. Sie analysieren und psychologisieren das Profil der Täter, sie forschen deren soziales, familiäres, kulturelles und so weiter Umfeld oder gar deren Aufklärungsdefizite, um den Grund für deren Taten oder neue Betätigungsfelder für sich selbst zu finden. Wir ersparen uns all das und verraten es denen. Der Grund ihres Tuns ist viel unkomplizierter, weil sie es können. Sie daran zu hindern, bleibt aktueller denn je, auch wenn wir uns wiederholen. Wir dürfen nicht warten, bis sie schießen. Café Morgenland, Juli 2018. Ja, das ist